Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4 mit mir, NEWCP, hier auf meinem Kanal. Und ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, Fallout 4 kam jetzt ganz lange nicht mehr und wird auch in Zukunft ein eher, naja, sagen wir es mal so, Nebenprojekt werden. Ich spiele Fallout 4, wenn ich Lust dazu habe. Habe ich eigentlich ganz oft, aber Ark ist halt auch einer meiner Lieblingstitel. Und deshalb nutze ich die knappe Zeit manchmal doch eher für Ark. Und wir hatten in der letzten Folge eine Basebau-Folge. Basebau, ja doch. Und da habe ich nur den Zaun hier drumherum gebaut und die elektrische Versorgung, glaube ich, auch hergestellt. Jetzt habe ich allerdings nochmal mir die Zeit genommen, ein Haus zu bauen. Ärgere mich allerdings schon, aber ist egal. Trotzdem zeige ich euch das jetzt. Es hat keine Innenausstattung bis jetzt erhalten, weil ich diese nochmal umbauen werde. Oder besser gesagt, das Haus, ich zeige euch auch gleich, warum. Trotzdem, so stelle ich mir sowas vor. Hier könnte man irgendwie was einbauen, Bereich Schlafbereich, hier vielleicht Freizeitbereich, keine Ahnung. Aber jetzt sind wir mal eben aufs Dach und jetzt wollen wir uns mal kurz diese Insel Sanctuary angucken. Ursprünglich gedacht war das als Außenposten hier zum Schutz der Mauer. Und dann fiel mir auf, das ist Quatsch. Das brauche ich hier nicht, weil Sanctuary ist eine Insel und sie hat genau zwei Zugänge. Und beide liegen verdammt nochmal nicht hier auf dieser Seite, sondern da drüben vor der Brücke. Und hier zwischen den Häusern geht nochmal der einzelne Weg hoch zum Vault. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern ich eine Bedrohung vom Vault erwarten muss. Aber wenn überhaupt, hätte ich, oder denke ich mir mal so, kommen die hier aus dem Bereich Red Rocket hier rüber. Und dementsprechend ist natürlich das eigentliche Gebäude da drüben irgendwo zu errichten. Na, das heißt für mich auf Dauer, dass ich offscreen die Sachen nochmal umbauen werde. Oder wenn ihr Baseball-Folgen sehen wollt, dann sagt mir das, schreibt mir das in die Kommentare. Dann kann ich darauf irgendwie reagieren. Nur so denke ich mir manchmal auch, so ein Baseball ist ziemlich langweilig. Deswegen überspringe ich das. Ich weiß nicht. Ich persönlich mag es ja gerne. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mir. Wir beginnen jetzt jedenfalls gleich noch mit einer Mission. Soweit ich weiß, müssen wir uns nach Diamond City begeben, nicht wahr? Und genau das machen wir auch gleich. Gibt jetzt einen kleinen Cut, ich muss noch Sachen ablegen. So, da sind wir wieder. Und ja, dann wollen wir mal kurz. Das müsste ja losgehen können eigentlich. Karte. Diamond City soll da sein. Dann macht es ja Sinn, wenn wir, was ist ein Starlight Drive-In? Egal, dann macht es ja Sinn, wenn wir bis hierhin fertig vorwärts gehen und ab dann halt die Schnellreise, sondern die normale Reise benutzen. Das sieht auch richtig schön aus hier, dieser mutierte Bär. Dem will ich unbedingt begegnen. Das sehe ich schon. Wird ein Herzenswunsch. So. Ah ja, an die Szene kann ich mich erinnern. Irgendwie weiß ich nicht, warum hier unten das so rumspackt. Schade eigentlich. Wir machen mal noch Folgendes. Special Skills, nee. VIP Daten. Wir nehmen das hier als aktive. Genau, auf Karte anzeigen. Ja. Jo. Wir nehmen das als aktive Mission. Und ich habe noch ein Level Up. Parat. Kann ich das jetzt machen? Ich will ja nämlich immer noch besser werden in Sachen Dialoge und so. Ja. Oder nee, warte mal. Es gab ja noch was, irgendwie Erfinder oder sowas. Aber ich glaube, das habe ich schon gemacht. Hier Schlösser knacken haben wir schon. Bastler, Wiederverwerter, genau. Ach so, der nächste Teil geht erst ab Level 23. Gut. Das war das Wesentlichste.
Natürlich will ich dann hier lokaler Anführer werden. Dann machen wir mal das. Jo. Hatte ich ja gesagt, dass ich diesen Charm-Weg gehen will. Und es ist jetzt wieder Nacht geworden. Das finde ich nicht schön. So, wo ist denn jetzt die Markierung mit Diamond City? Da. Ah, okay, das ist die, die so ein bisschen immer wieder mal unten verschwindet. Was haben wir denn da geladen? Wie waren das? Okay. Dann machen wir mal auf nach Diamond City. Oh, Wasser. Wasser, das nicht so schön aussieht. Wohlgemerkt. Warte mal. Wir haben doch auch noch andere Waffen. Nee. Da können wir nicht sehen, was da los ist. Okay, gut. Ich habe irgendwas gehört. Ich bin vermutlich wieder mal viel zu schreckhaft für dieses Spiel. Hier gibt es eine Militärpräsenz. Okay. Warte mal. Da soll ich mal eben schnell den Radiosender einschalten, nämlich dieses hier. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Gelehrter Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber hört sich so an, als wäre das huch, eine Mission, die wir stattdessen durchführen sollen. Mal schauen. Aber der zeigt mir auch nicht das Militärdingsbums Cambridge, oder? Ja. Tempest Buff, Bedford Station. Nee, zeigt er mir nicht. Warum nicht? Daten. Aber dann könnte ich ja doch so machen. Liegt auch auf dem Weg, wie ihr seht. Dann machen wir das mit, was soll's, ne? Zack. Wir folgen mal schön der Straße. Wird sonst nämlich wieder. Keine Ahnung. Überraschend wahrscheinlich. Mir gefällt nicht, dass es schon wieder so dunkel geworden ist. Das führt ja immer zu unliebsamen Überraschungen. Ach, du bist schon länger hier, okay. Aber du hast einmal Rad X. Das reicht mir doch schon. Das ist doch schon mal super. Und eine Dose. Und eine Schrotpatrone. Jo. Immer schön das ganze Stuff hier einsammeln. Ich glaube, das hier könnte es dann aber auch schon sein, oder? Ich höre Schüsse. Ich mag es nicht, Schüsse zu hören. Ah ja. Okay. Hier gibt es wieder Ghule. Das verstehe ich jetzt. Ach du Scheiße. Und zwar richtig viele. Verdammte Kacke.
Boah, und auch so schnell noch. Wie ich das hasse. Was, was, was? Tschüss. Warum denn das schon wieder? Wo kam denn jetzt diese verdammte Bombe her? Na gut, wir überspringen den Spaß und sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder da an der Stelle, wo wir eben schon mal ein paar unliebsame Begegnungen hatten. Und jetzt ist die Frage, wie nähert man sich dem Polizeirevier möglichst sinnvoll? Und ich entscheide mich dieses Mal für diesen Weg hier. Und stelle fest, dass es hier einfach nur wimmelt von Ghulen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 Ghule sehe ich da. Ihr wisst ja, wie gut ich damit bin, was Ghule angeht. Wie sehr ich die leiden kann. Ach ja. Ich habe nichts gegen Untote, solange sie sich ganz langsam und hirnlos bewegen. Aber die Ghule, die sie hier bieten, sind ja eher sportliche Leichtathleten oder sowas. Scheint ja gerade eine größere Explosion gegeben zu haben. So, ich glaube, das ist nämlich das Hauptquartier der Polizei. Und da sind wir jetzt ganz gut reingekommen, glaube ich. Bedrohung ausgeschaltet. Zivilist innerhalb des Perimeters. Aufgepasst. Okay. Warte. Ich glaube, wir werden verfolgt. Ab jetzt geht's nämlich los hier. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Na gut, was soll's? Mission erfüllt. Gottloser Heiden. Feuer einstellen. So. Gut. Hörst du das? Das kriegen wir hin. Alles im grünen Bereich. Gut. Das war eine ganze Menge Ghule, würde ich sagen. Verdammte Scheiße. Alter Schwede. Wer verfolgt mich denn hier mit einer Fatman, verdammt nochmal? Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Sagst du mir, wer du bist, bevor ich antworte? Alles zu seiner Zeit. Wenn du auf unserem Gelände bleiben willst, rate ich dir zuerst, meine Fragen zu beantworten. Okay, okay, nicht so zickig. Ich versuche nur, hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Hm. Mal gucken. Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Da hast du irgendwie recht. Oh. Wenn ich misstrauisch erscheine. Hat geklappt. Nur weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Ich auch. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen.
Ich würde gerne helfen, aber ich hasse Geheimnisse. Wer bist du? Sag schon. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sterlernen Bruderschaft. Mhm. Da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungs- zurückzeigen können. Aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken. Aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sterlernen Bruderschaft zu helfen? Was ist die Sterlernen Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht, ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Mhm. Ihr kämpft für eine gute Sache. Es freut mich, dass du das ebenso siehst. Es gibt nur wenige außerhalb der Bruderschaft, die verstehen, in welcher Gefahr wir als Spezies schweben. Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Tja, weiß ich noch nicht. Angesichts des Donners, sage ich mal erstmal ja. Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Jetzt gerade will ich aber erstmal so ein paar eine hey, Zahnbürste. Bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Muss mal gucken, ob wir die eine oder andere Patrone hier drin haben. Ich habe ja jetzt ein paar verbraucht. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Ja, bitte. Du musst mich wissen, wenn du bereit bist. Cool, das heißt, ich kann mich da gleich gut bedienen. Oh, und ich hatte, glaube ich, wieder einen Levelaufstieg. Das machen wir gleich. Ach so. Vielleicht waren das ja alle aus der Stadt. Na gut, wollen wir mal gucken, was wir drin finden, ne? Oh. Wilder Ghoul. Was ist Geknalle? Alter Schwede. Was stimmt denn hier nicht in dem Ort? Ist mir ja schon fast ein bisschen zu heftig, du. Also flickst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Hm. Na gut. Oh cool, hier liegen ein paar Sachen rum, die nehmen wir uns jetzt mal einfach so an sich. Ach so, das war sein Anzug. Hast du dich irgendwie für eine große Nummer? Hast du ein Problem oder was? Level up, genau, da war ja was. T. Hm. Ein Waffenfreak. Nehmen wir mal das, oder? Wäre doch mal eine gute Sache. Achso, das muss ich mit E bestätigen. Okay. Okay, interessante Animation. Gut. Sehen die Verteidigungsanlagen aus? Können wir uns hier verschanzen? Das Gebäude ist recht stabil. Wir sollten hier in Sicherheit sein. Gut. Ja, falls uns nicht gerade ein Behemoth einen Besuch abstattet? Hey, wenn das passiert, halten wir gar nicht lange genug durch, um uns noch Sorgen darüber zu machen. Gut, was soll ich sagen an der Stelle?
sagen wir vielleicht einfach mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Let's Play Fallout 4. Bis dann, ciao, ciao, euer Enivis LP.